Urdhva Baddhahasta Matsyasana ist der Fisch mit gefalteten Händen und Armen nach oben ausgestreckt. Eine Variation von Matsyasana, welche die Rückenmuskeln stark fördert. Komme in den Fisch, egal ob Fisch mit gestreckten Beinen oder Lotusfisch. Wölbe den Brustkorb so hoch, wie du kannst. Falte dabei die Hände und hebe die Arme nach oben. Kleine Variation wäre noch, die Zeigefinger zum Himmel auszustrecken und dabei die Zeigefinger sich berühren zu lassen. Diese Stellung entwickelt die Rückenmuskeln sehr stark. Du brauchst auch einen starken Nacken und eine gesunde Halswirbelsäule. Und dann kannst du dich hier besonders mit der Kraft des Himmels verbinden.